zusammen, es ist wieder Mittwoch und das nächste Video zum Thema Info steht an. Ich habe heute einen Gast bei mir, Alvin Oberkersch, unser Geschäftsführer. Wir werden zusammen die nächsten Mittwoch-Videos für euch erstellen. Herzlich willkommen, Alvin. Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich heute auch mal wieder im Aktiv und auch bei den Videos dabei sein darf. Sehr gerne. Freuen wir uns auch. Bevor wir zum Thema kommen, erklären Sie mal kurz die Informationen jetzt zum Thema Corona. Ja, genau, da kommen wir natürlich nicht ganz dran vorbei. Ich glaube, wir alle warten ja darauf, wann es endlich wieder losgehen kann mit Sportbetrieb. Wir hatten ja bisher den 19. April. Jetzt wurde es von der Landesregierung nochmal verlängert auf den 3. Mai. Das gilt für alle Vereine in Baden-Württemberg. Und das bleibt jetzt einfach abzuwarten. Natürlich gibt es so ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht nach dem 3. Mai dann ja, unter bestimmten Auflagen vielleicht manches wieder eröffnen darf. Aber ja, das heißt einfach jetzt abwarten, diesen 3. Mai mal abwarten. Und dann sehen wir schon, wie es weitergeht. Ja, müssen wir das Beste aus der Situation machen und erklärt doch kurz, was wir jetzt für die Mittwochvideos geplant haben. Genau, also ich glaube, jeder von euch da zu Hause, ihr seid ja alles Sportler, ihr seid ja alles Trainierende, jeder eben in seiner Sportart oder nach seinen Interessen. Und da kommen wir mit ganz vielen Begriffen immer in Berührung, wie ein Muskel wächst, was ist Fitness, was ist Gesundheit. Es gibt Fremdworte, mit denen man oftmals nicht viel anfangen kann, wie man richtig trainiert, weiß man nicht. Und in dieser ganzen Situation holen euch oftmals dann irgendwelche Dienstleister dann ab, die Hilfen versprechen mit dem perfekten Workout in einem Monat, mit den neuesten Fitness-Trends, mit dem Eiweißshake, der euch die beste Bikini-Figur verspricht. Die haben einfach halt alle erkannt, dass man Geld verdienen kann mit dem Thema. Die wollen euch alle was verkaufen. Und das war eigentlich so für uns der Ansatz zu sagen, wir als Sportverein, wir wollen euch nichts verkaufen, sondern wir wollen wirklich mit euch Sport treiben. Wir wollen euch wirkliche Informationen geben. Und das ist eigentlich auch der Ansatz für die Videos, für die Mittwochsvideos jetzt in den nächsten Wochen. Wir wollen euch wirklich informieren und euch eine gute trainingswissenschaftliche Grundlage geben, mit der ihr als Sportler auch ganz konkret was anfangen könnt. Ja, genau, das kann ich nur unterschreiben. Das ist auch der Anspruch hier bei uns im Aktiv eben, dass wir die Mitglieder intensiv betreuen, dass wir auch als Trainer eben mit ihr mitgehen beim Training, sie dort vor Ort auch betreuen und eben auch die Trainingsziele dadurch erreichen. Genau, und dann würde ich sagen, so viel des Vorgeplänkels, dann gehen wir jetzt mal, wenn wir einen kleinen Flipchart vorbereitet. Gehen wir jetzt mal darüber und steigen dann direkt auch ein in unser fachliches Thema. Kommt einfach mal mit rüber. Ja, wir sind mal umgezogen hier von unserem Sitzplatz an unser schönes Flipchart und ihr seht schon oben fit und gesund. Das ist ja bei uns im TV Stammheim so die große Überschrift über alles eben, ja, was Kurse anbelangt, was natürlich auch hier im Aktiv auch passiert. Und ich glaube, mit diesen beiden Begriffen müssen wir einfach mal einsteigen, wenn wir trainingswissenschaftliche Grundbegriffe euch ein bisschen vorstellen wollen. Und ich fange mal an mit dem Aspekt gesund. Ja, wir haben jetzt so ein kleines Männchen, das zeigt so einen Daumen nach oben, das heißt, dem geht's gut. Und das ist eigentlich für uns auch das, was Gesundheit bedeutet. Oder nicht nur für uns, sondern die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die hat Gesundheit definiert als ja, irgendwo vollkommenes Wohlbefinden, und zwar in drei verschiedenen Bereichen. Einmal Wohlbefinden sozialer Art, dann Wohlbefinden geistig, also das kommt hier euch aus dem Kopf, hier oben denkt er ja gerade an irgendwie so Interaktion mit einem anderen Menschen, angenehme, und dann natürlich, klar, ich habe das auf die Brust, auf den Bauch drauf gemacht, natürlich auch Wohlbefinden körperlich. Also diese drei Wohlbefinden im Prinzip, die definieren, dass ein Mensch eben gesund ist. Und ich glaube, hier für uns im Aktiv oder für uns als Sportler allgemein ist wahrscheinlich das Soziale und das Körperliche jetzt in unserem Kontext somit das Wichtigste. Das heißt, darauf werden wir uns jetzt auch überwiegend konzentrieren. Sozial habe ich schon gesagt im Prinzip. Körperlich, da wollen wir jetzt drauf eingehen, weil das ist ja im Prinzip das, was am Ende unser Training dann auch anbelangt. Zeige ich das mal. Wir haben hier, was Training anbelangt, im Prinzip zwei große Trainingsbereiche. Wir sind also jetzt von gesund zu fit, zu Fitness hinübergewechselt. Wir haben einmal natürlich die Koordination. Die würden wir heute auch noch so ein bisschen stiefmütterlich behandeln, haben wir nur mal mit angeführt, damit es eben komplett ist. Und dann haben wir die Kondition. Kondition, das ist jetzt schon so ein Fachbegriff, den habt ihr alle schon mal gehört, da bin ich mir ganz sicher. Meistens wahrscheinlich in Verbindung mit, die Kondition ist so schlecht, da müssen wir in den Wald gehen und laufen. Da wird Kondition nämlich gleichgesetzt mit der Ausdauer. Aber eigentlich ist Kondition, und das ist schon mal für uns wichtig, ein Überbegriff. Und zwar ein Überbegriff für Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Also diese vier Faktoren bilden die Kondition. Habt ihr jetzt schon wieder was gelernt? Genau, die Schnelligkeit ist was, wie vorhin das geistige Wohlbefinden, das wir heute hier so ein bisschen ausklammern, weil bei uns geht es
natürlich auch um Leistungssteigerung, aber primär ja eben auch um das Thema Gesundheit. Und eben gesundheitsrelevant sind ganz besonders Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Genau. Und nach dieser theoretischen Einführung lasse ich jetzt mal hier die Anne ans Board, denn die kann euch jetzt die praktische Seite dann ein bisschen was erzählen. Warum haben wir uns aktiv so wie es ist? Was könnt ihr ganz gezielt dann eben trainieren, um fit und gesund zu sein und zu werden, also sozial und körperliches Wohlbefinden zu erreichen und eben Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit zu trainieren. Also viel Spaß mit Anne, jetzt gleich in der Praxis. Genau, der Albert hat euch jetzt erstmal die Theorie gezeigt, jetzt kommen wir in die Praxis. Es ist eben so, dass wir hier im Aktiv uns auf diese Faktoren spezialisiert haben, dass wir wirklich unser Trainingskonzept, unsere Ausstattung darauf ausgerichtet haben, dass wir alle die konditionellen Faktoren eben abdecken bei unserem Training. Und wir gehen trotzdem mal weiter noch zum Gesund. Schauen wir uns das auch mal an, das auch abgedeckt ist bei uns. Eben durch das soziale Wohlbefinden. Das ist eine Gemeinschaft hier, wie im Verein auch beim TV Stammheim. Ist auch aktiv eine Gemeinschaft, damit ihr euch wohlfühlt hier. Wir sind per Du, ist eine familiäre Atmosphäre hier bei uns. Ihr bekommt eine intensive Betreuung von uns Trainern. Und natürlich auch das Körperliche ist ganz wichtig bei uns hier im Aktiv, dass ihr eben schmerzfrei seid, dass ihr euch im eigenen Körper wohlfühlt, dass ihr euren Alltag eben gut bewältigen könnt und auch sportliche Herausforderungen meistern könnt, die ihr euch vorgenommen habt. Und dazu haben wir natürlich auch das Fit hier. Was können wir euch anbieten? Also zum Kraft vor allem haben wir unseren Kraftausdauerzirkel von Milon. Dann haben wir auch einen Cardio-Zirkel für die Ausdauer bei uns hier. Dann haben wir natürlich auch einen Freihantelbereich. Da gibt es mit Langhantel, Kurzhantel, einen Kabelzug. Wird auch TRX-Bänder geben, da gibt es auch Faszienrollen, Faszienbälle. Wir können mit TERA-Bändern was machen, wir haben eine Sprossenwand für euch, für Übungen. Und natürlich Beweglichkeit, was auch sehr wichtig ist im Alltag und für euch, ist mit Pfeifgeräten abgedeckt, was ihr auch zu eurem normalen Training dazu bekommt von uns Trainern. Genau. Und zusätzlich haben wir zu der Ausstattung noch folgende Sachen für euch, die wir euch anbieten können. Damit ihr euch wirklich das Beste aus euch rausholen könnt, haben wir einen Trainingsplan, kriegt jedes Mitglied von euch individuell auf seine Ziele, auf seine Motive zugeschnitten von uns Trainern. Die werden regelmäßig kontrolliert, angepasst, damit ihr wirklich euer Ziel auch erreicht bei uns. Dann Betreuung ist sehr intensiv bei uns. Wir sind bei dem Training dabei, schauen, dass ihr alles richtig ausführt, dass es auch wirklich effektiv ist. Und dann haben wir noch die Trainingsqualität, ist natürlich sehr hoch, auch durch unsere Qualifikation, durch das Training allgemein an den Geräten. Und daher freuen wir uns, wenn ihr zu uns kommt. Bis dahin, bleibt alle gesund und wir sehen uns am Freitag zum Entspannungsvideo wieder. Bis dahin, macht's gut!